12 Days of Christmas, Tag 7 und damit herzlich willkommen in 2021 und zum ersten der beiden angekündigten Gewinnspiele. Noch hatte er zur Vorstellung des neuen Grassmasters einige Geräte an YouTuber, Instagrammer etc. verlost. Bewerben konnte man sich mit einem Kommentar. Einer davon war von einer Schule, die das Gerät gerne gehabt hätten, weil ein Kauf ihr Budget sprengen würde. Ich hatte daraufhin in meinem Kommentar geschrieben, dass ich das Gerät nach dem Test gerne an eine Einrichtung abgeben würde, die ihn wirklich braucht, sich aber nicht leisten kann. Und auch wenn ich keines der Geräte von noch gewonnen habe, würde ich dieses Versprechen jetzt gerne einlösen. Zu gewinnen gibt es also den Noch Grassmaster 3.0 Pro mit allem, was zum Lieferumfang dazugehört, sowie einem frischen Satz Batterien. Das Gerät ist quasi neu, nur für die Tests im Video zum Grassmaster selbst und den Driflocatis benutzt worden, mit einer Einschränkung. Irgendjemand ist während der Videoproduktion auf die Krokodilklemme des Gegenpolkabels getreten. Die ist dadurch verbogen und recht schwergängig, in ihrer eigentlichen Funktion aber nicht beeinträchtigt. Teilnehmen können alle Nachwuchsgruppierungen, egal ob an einer Schule, einem Jugendtreff oder auch in einem Modellbahnverein. Wenn ihr den Grassmaster also für eure Modellbahngruppe haben wollt, schreibt einfach in die Kommentare, wie die Gruppe oder AG heißt. Wenn ihr eine Website oder einen eigenen YouTube-Kanal habt, packt den Link doch bitte auch mit in die Kommentare. Teilnahmeschluss ist der 31. Januar. Über den Gewinner entscheidet das Los, der anschließend per Antwort auf seinen Kommentar benachrichtigt wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, aber das habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Und damit warten wir gespannt auf möglichst viele Teilnehmer und darauf, was hinter dem Türchen für Tag 8 Tolles sein wird.